Ich bin Sophie, die Besitzerin des Etsy-Shops Avon Ella und in dem heutigen Video dreht sich alles um den Verkäufer-Star von Etsy. In diesem Video werde ich den Verkäufer-Star erklären, dann werde ich noch seinen Zweck ein bisschen beschreiben und am Ende werde ich euch noch Tipps geben, wie ihr eure Wahrscheinlichkeit erhöhen könnt, damit auch ihr dann hoffentlich im nächsten Monat einen Verkäufer-Star bekommt. Doch was genau ist jetzt ein Verkäuferstar? Mit dem Verkäuferstar möchte Etsy Verkäuferinnen hervorheben, auszeichnen, die nachweislich einen sehr, sehr guten Kundenservice haben. Und um ein Verkäuferstar zu werden, muss man eben bestimmte Kriterien erfüllen. Die Kriterien haben etwas mit Nachrichten, Versand, Bewertung, Bestellungen und Verkäufe zu tun. Und in diesen Kriterien wird immer auf die letzten 3 Monate deiner Shops zurückgeblickt und auf die letzten 3 Monate deiner Performance wirst du dann eben auch eingestuft, ob du einen Verkäufer-Star bekommst oder auch nicht. Deshalb musst du auch mehr als 90 Tage bei Etsy angemeldet sein und auch verkaufen, um dann auch diesen Verkäufer-Star bekommen zu können. Aber was genau muss man jetzt machen, um diesen Badge Verkäufer-Star zu bekommen? Wie gesagt, man muss bestimmte Kriterien erfüllen und die werde ich euch jetzt ganz kurz erklären. Das erste Kriterium, das man erfüllen muss, ist Nachrichten. Und damit du dieses Kriterium erfüllst, musst du 95% deiner Nachrichten, die du immer so in deinem Etsy-Shop bekommst, innerhalb von 24 Stunden beantworten. Und wenn du das machst und das erfüllst, dann bekommst du den Badge Schnelle Antworten. Das zweite Kriterium ist das Versandkriterium und um das zu erfüllen, musst du 95% deiner Bestellung erstens pünktlich verschicken und zweitens mit Tracking verschicken. Es kommt immer auf das Land oder auf die Währung an, ab welchem Warenwert man tatsächlich dann auch Tracking haben möchte. Aber wenn ihr eben in der EU, also mit Euro und so verschickt, dann muss bei allen Bestellungen über 10 Euro eben auch Tracking dabei sein. Und wenn ihr eben das mit dem Schnellversand und mit dem Tracking erfüllt, dann bekommt ihr den Badge reibungsloser Versand. Das dritte Kriterium ist Bewertungen. Und um dieses Kriterium zu erfüllen, werden eben die Bewertungen der letzten 3 Monate eben zusammengezählt und dann durch die Anzahl an Bewertungen geteilt. Und wenn dieser Durchschnitt höher oder ich glaube, er kann auch gleich wie 4,8 sein, dann bekommst du eben den Badge begeisterte Bewertungen. Das vierte Kriterium hat etwas mit Bestellungen zu tun und um dieses Kriterium zu erfüllen, musst du eben in den 3 Monaten eine gewisse Anzahl an Bestellungen haben. Vor einer Weile war die Anzahl, ich glaube, 10 Bestellungen, aber seit dem 1. August musst du nur 5 Bestellungen haben, um dieses Kriterium zu erfüllen. Das fünfte und letzte Kriterium hat etwas mit deinen Verkäufen zu tun. Und zwar, um dieses Kriterium zu erfüllen, musst du eben in diesen 3 Monaten eine gewisse Umsatzschwelle erreichen. Und diese ist auch wieder pro, ich glaube, für Euro und Dollar und so alles unterschiedlich. Aber wenn ihr eben in der EU und so verkauft, also den Euro verwendet, dann um dieses Kriterium zu erfüllen, müsst ihr eben einen Umsatz höher als 250 Euro haben. Die Punkte, Bestellungen und Verkäufe muss man tatsächlich auch erfüllen, um sich überhaupt für den Verkäufer-Star qualifizieren zu können. Also wenn ihr eins der beiden nicht habt, dann könnt ihr auch leider nicht qualifizieren. Und bei den anderen 3 Kriterien, also Nachrichten, Versand und Bewertungen, wenn ihr die 3 erfüllt, dann seid ihr ein Verkäufer-Star. Wenn ihr zum Beispiel nur 2 von denen erfüllt, dann bekommt ihr eben so Teil-Badge, die ich eben vorhin auch schon erwähnt habe. Das sind eben schnelle Antworten, reibungsloser Versand und Bewertungen und das wird dann eben auch einzeln in eurem Shop angezeigt, aber ihr bekommt halt nicht den großen Badge Verkäufer-Star. Ich hoffe, ich konnte das Ganze gut erklären. Wenn nicht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare und ich werde sie dann beantworten. Doch welchen Zweck hat dieser Verkäufer-Star nun? Naja, der Verkäufer-Star hat tatsächlich 2 Zwecke. Der erste Zweck ist, dass er mehr Vertrauen schaffen soll für die Kunden. Denn wenn die Kunden in deinem Shop sind, dann sehen sie auf einen Blick, okay, die Person verschickt rechtzeitig, die Person antwortet auf Nachrichten und die Person bekommt gute Bewertungen und das schafft dann einfach Vertrauen. Und der zweite Zweck ist natürlich für uns als Verkäuferinnen und zwar, wenn du eben einen guten Kundenservice hast, dann kannst du dich eben damit hervorheben und kannst eben zeigen, dass du eine gute Performance in diesen Kriterien haben
in diesen Kriterien hast. Und das kann eben dafür sorgen, dass eben, wie gesagt, die Leute deinem Shop mehr vertrauen und so dann auch vielleicht etwas in deinem Shop dann auch kaufen. Jetzt noch kurz meine Meinung zu dem Verkäuferstar, bevor wir dann zu den Tipps und dem allen kommen. Und zwar meine Meinung zu dem Verkäuferstar ist, dass ich schon seine Vorteile sehe und dass ich die Begründungen, warum es den gibt, sehr gut verstehen kann. Aber ich habe leider immer wieder in meinem Etsy-Verkäuferkreis oder auch in irgendwelche Gruppen gelesen, dass aus dem dümmsten Grund manche eben dann den Verkäuferstar nicht bekommen haben. Und das ist halt dann natürlich schon ein bisschen bitter. Und außerdem finde ich, dass dieser Verkäuferstar sehr hohe Standards für Etsy-Verkäuferinnen setzt. Denn um diesen Verkäuferstar zu bekommen, muss man ja mehr oder weniger ständig auf Etsy sein, um ja zum Beispiel um Nachrichten zu beantworten, weil man ja das immer innerhalb von 24 Stunden machen muss. Und wenn man zum Beispiel das hauptberuflich macht, dann ist das natürlich kein Problem. Aber wenn man das zum Beispiel nur wie bei mir als Hobby macht, dann ist es schon ein bisschen aufwendig, eben ständig dann auf Etsy zu sein. Und wie gesagt, das schafft einfach sehr hohe Standards, die es halt nicht immer so einfach sind, die zu erfüllen. Genau, deshalb, ich bin noch nicht ganz so überzeugt von dem Stern, aber hier muss ich tatsächlich auch anmerken, dass Etsy sehr viel auf ihre Etsy-Verkäuferinnen gehört haben, denn ich weiß gar nicht, ob es das jetzt schon ein Jahr gibt, aber dieses Programm gibt es jetzt definitiv schon mehrere Monate und am Anfang hat Etsy dafür auch einiges an Kritik bekommen, weil die Kriterien viel strenger und viel härter waren. Aber wie gesagt, Etsy hat dann darauf gehört und hat jetzt eben seine Kriterien angepasst und das Ganze. Deshalb, das muss man schon hier erwähnen, dass Etsy tatsächlich auch etwas verändert hat, um es eben verkäuferfreundlicher für uns alle zu machen. Jetzt kommen noch ein paar Tipps, wie ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in den nächsten Monaten den Verkäuferstar bekommt, erhöhen könnt. Anfangen werde ich mit meinen Tipps, damit ihr den Nachrichten-Badge bekommt. Und hier habe ich tatsächlich auch 4 verschiedene Tipps. Und der erste Tipp ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten. Und zwar, dass man sich jeden Tag eine feste Zeit setzt, wo man eben seine Nachrichten beantwortet oder mal hineinschaut, ob man überhaupt Nachrichten hat. Weil bei mir ist es zumindest so, dass ich tatsächlich nicht so oft Nachrichten bekomme. Und man setzt sich eben, wie gesagt, jede Woche oder ich meine jeden Tag eine gewisse Zeit, wo man das checkt und dann kann man auch dann immer mit gutem Gefühl auch mal den Laptop zumachen und checkt dann nicht alle paar Stunden eben, ob man eine Nachricht bekommen hat, weil man sowieso weiß, dass man morgen wieder die Nachrichten checkt und so eben keine Nachricht verpasst. Mein zweiter Tipp ist, dass ihr automatisierte Nachrichten einrichtet, dann geht das Ganze einfach schneller und dann ist das alles nicht so ein großer Aufwand. Mein dritter Tipp ist, dass wenn ihr eine Spam-Nachricht oder so bekommt, dass ihr die dann auch als Spam-Nachricht kennzeichnet, weil dann zählt sie nicht in die Nachrichten rein, die eben dann bewertet werden, um herauszufinden, ob ihr den Verkäuferstar bekommt oder nicht. Und der vierte Tipp ist, dass wenn ihr vorhabt, eine Pause von Etsy zu machen, weil ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder irgendetwas, dann setzt euren Shop tatsächlich auch im Urlaubsmodus. Denn wenn er im Urlaubsmodus ist, dann zählen die 24 Stunden nicht, sondern dann weiß das System, ah okay, die Person ist im Urlaub und wird deshalb die Nachrichten nicht beantworten. Wenn ihr zum Beispiel, was ich in der Vergangenheit immer gemacht habe, einfach nur die Bearbeitungszeit hochsetzt, dann müsst ihr dann auch weiterhin im Urlaub ständig eben eure Nachrichten checken und dann eben auch antworten, weil Etsy ja nicht checkt, dass ihr im Urlaub seid. Deshalb, wenn ihr wirklich auch einen entspannten Urlaub haben möchtet und nicht an Etsy denken möchtet, dann setzt euren Shop definitiv in den Urlaubsmodus. Jetzt kommen noch 2 Tipps, um den Versand-Badge zu bekommen. Und mein erster Tipp hier ist, dass ihr euch ganz genau überlegt, wie lange eure Bearbeitungszeiten sind und dann addiert einfach noch einen extra Tag. Denn es ist immer besser, das Paket dann oder die Bestellung früher zu verschicken, als dann zu spät, weil ihr einen stressigen Tag oder ein paar stressige Tage habt. Deshalb addiert einfach nochmal einen extra Tag und die meisten, die bei Etsy kaufen, schauen tatsächlich eh nicht auf die Bearbeitungszeit, aber ihr habt so ein bisschen mehr
Freiraum und müsst euch da nicht ständig stressen. Mein zweiter Tipp hat etwas mit Tracking zu tun und wenn ihr eben kein Tracking habt, dann könnt ihr in das Feld mit Tracking trotzdem die Nummer, die bei Briefmarken zum Beispiel draufsteht, könnt ihr trotzdem einfach reinschreiben und das zählt dann trotzdem auch als Tracking. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht in ein paar Wochen ändern werden, wenn sie merken, dass das nicht wirklich Tracking ist, aber jetzt an dem Zeitpunkt, wo ich das filme, funktioniert das noch, also macht das definitiv. Ein letzter Tipp hat jetzt etwas mit dem Bewertungsbadge zu tun und hier muss man sagen, dass es tatsächlich nicht wirklich einen Tipp gibt, denn man kann ja seine Kunden nicht beeinflussen. Aber hier möchte ich noch eine andere Anmerkung machen, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar dürft ihr, was ich zum Beispiel am Anfang auch nicht gewusst habe, man darf seine Kunden und Kundinnen nicht dazu auffordern, einem eine 5-Sterne-Bewertung zu geben, zum Beispiel auf so Dankeskarten oder in irgendwelchen Text, sondern man darf eben nur die Leute darauf hinweisen, dass man sich über eine positive Bewertung freuen würde oder auf eine Bewertung. Deshalb achtet da wirklich darauf, nicht irgendwo stehen zu haben, ja, ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, sondern versucht das dann zu ändern, wo dann eben steht, man würde sich sehr über eine Bewertung freuen. Einen Tipp habe ich tatsächlich noch und das ist jetzt mein letzter, aber mein wichtigster Tipp und zwar macht euch nicht verrückt wegen dem Verkäuferstar. Es ist kein Weltuntergang, wenn man den nicht bekommt. Man hat ja dann im nächsten Monat wieder die Chance, den zu bekommen und zumindest sagt das Etsy, zu diesem Zeitpunkt hat der Verkäuferstar jetzt keine wirklichen anderen Auswirkungen. Also nur weil ihr den Verkäuferstar habt, werdet ihr jetzt nicht höher bei den Suchanfragen gerankt oder dann habt ihr eine gewisse Anzahl an mehr Verkäufen. Diesen Zusammenhang, der wurde einfach noch nicht festgestellt. Deshalb stresst euch nicht. Ist natürlich schön, wenn man den Verkäuferstar hat, aber wie gesagt, es ist auch kein Weltuntergang, wenn man ihn nicht hat. Das war es jetzt auch tatsächlich mit meinem Video. Ich hoffe, es war hilfreich für dich. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch irgendwelche anderen Fragen zu dem Verkäuferstar oder zu Etsy im Generellen hast, dann kannst du sie gerne in die Kommentare hinterlassen und ich werde dann versuchen, sie zu beantworten. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag bei einem neuen Video wieder. Tschüss!